Ich weiß nur nicht, ob das ist einfach beidenorts. Das ist in der ersten und auch in der zweiten Kurve. Das Querstellen, das kann ich nicht gebrauchen. Das ist dort, wo ich die meiste Zeit verliere. Zwar eine extrem gute Ausgangsgeschwindigkeit, aber dafür halt einfach kein guter Eingang. Wenn ich da schon vorher noch 10 oder 15 km verliere. Das sah jetzt nicht schlecht aus. Aber war trotzdem zu langsam, viel zu langsam. Ich glaube, das liegt in der ersten Kurve. Jetzt habe ich es total vergeigt. Nee. Gar nicht erst versuchen. Nee. Mauer touchiert, geht nicht. Schaffe ich nicht so. Nochmal. Meine Güte, wie langsam bin ich da eigentlich gewesen? Dabei war es ja richtig sauber. Nur halt langsam. Das müsste auch in der ersten Kurve so klappen. Wenn ich die beiden Kurven so kombinieren kann, dass ich bei beiden Einsätzen so 105 im Ausgang habe, dann müsste es reichen. Ja, so geht's. So, also jetzt kommen nur noch die Rennkurventechniken. Hier ist ein Kurventest auf einem echten Rennkurs zu meistern. Wenn mehrere Kurven aufeinander folgen, ist es entscheidend, beim Verlassen der letzten Kurve zu beschleunigen. Vorsicht! Das Fahrzeug neigt zum Ausscheren nach der Linkskurve und dann der ersten Schikane. Das ist wieder mal unser berühmter Supra. Der Red Rock Quelle. Das ist immer eine der Prüfungen gewesen, die ich relativ schnell gemeistert habe. Aber noch nicht gut genug. Ah, 9000 zu.
Zu viel geschnitten. Hier zu viel geschnitten. Kurve nicht erwischt. Lastwechsel nicht hinbekommen. Immer noch ein Zehntel zu langsam. Mann, das ist immer eine der Prüfungen gewesen, die musste ich einmal fahren und gut war. Noch langsamer geworden, das gibt's ja nicht. Meine Güte, wieder vom Kurs abgekommen. Verdammt nochmal! Verdammt! So geht doch. Meine Güte. So, die Abschnitte in diesem Test sind länger als im vorigen Test. Nehmen Sie die erste Schikane in einer möglichst geraden Linie und beschleunigen Sie dann rasch auf der kurzen Geraden. Finden Sie dann den exakten Punkt, um die letzte Linkskurve zu nehmen. Die haben das immer total falsch. Es ist eine Rechtskurve. Als die die Streckenkarte angeschaut haben, war die wahrscheinlich irgendwie auf durchsichtigem Papier ausgedruckt und sie hatten sie falsch in der Hand, falsche Seite angeschaut. Mann, da mache ich es jedes Mal falsch. Und unterschreiben. Ich bin doch noch mit zwei Rädern auf der verdammten Strecke. Was wollt ihr eigentlich von mir? Super, hat nicht Grip gemacht. Er hat nicht Grip gehabt. Er hat auf jeden Fall irgendwie nicht den Grip bekommen, der er normalerweise bekommen sollte. Jetzt hat er ihn gehabt.
Schloss zu schalten, habe ich es noch gesagt. Geht doch. Also, dann IC7. Dies ist der schwierigste Abschnitt des Midfield Raceway. Die Haarnadelkurve nach der ersten Schikane. Hinter der Schikane müssen Sie bremsen und gleichzeitig nach rechts steuern. Bremsen Sie stark genug, um nicht den äußeren Teil der Haarnadel zu berühren. Mit dem Toyota Celica SS2 von 1999. Okay. Ja, das war klar. Meine Schuld. Auch meine Schuld. Natürlich. Ja, wäre ich im zweiten Gang gewesen, hätte es vielleicht gereicht. Im dritten aber weniger. So, das reicht. Zwar nur um 13.000, aber es reicht. So, nochmal Midfield. Stellen Sie nach der ersten Schikane an den äußersten rechten Fahrbahnrand. Korrigieren Sie Ausbrechen durch Lenken und bremsen Sie, um die Haarnadelkurve an der richtigen Stelle zu betreten. Beschleunigen Sie dann beim Verlassen der Kurve schnell. Mit dem Honda S2000. Ja, lief nicht ganz so toll. Weil ich korrigieren musste. War schon viel besser, aber noch nicht gut. Ja, das war klar. Auch hier gerade mal 18.000, aber geschafft ist geschafft. Also, dann kommt schon IC9. Dies ist ein nicht einsehbarer Abschnitt des Stadtkurses in Rom. Sie können sich bei der Position und Richtung des Wagens leicht verschätzen. Entscheidend in der rechten Kurve ist, wann Sie mit dem Steuern beginnen. Verlassen Sie die letzte Kurve mit Vollgas. Mit dem Alpha 156, 2.5 V6, 24 V. Ja, es ist einfach so ein langer Name.
ich dachte, das wäre eine lange Version des Rundkurses, also die kurze Version des Rundkurses. Das habe ich mich für eine Rechtskurve vorbereitet. Dass dann eine Linkskurve kommt, das habe ich dann falsch verstanden. Wow, was war das denn? Oh, viel zu schnell. Viel zu schnell. Geschaltet hat es vielleicht gereicht. Dafür dürfte ich die Mauer nicht berühren. Ich muss einfach mehr bremsen. Jetzt bin ich mir sicher, es nicht reicht. Da war ich auch einfach zu schnell. Jetzt. Hä? Das war jetzt richtig langsam. Warum war das so langsam? Das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Das war eigentlich eine relativ gute Kurve. Keine Chance! Keine Chance! Es ist zu langsam. Es war fast eine halbe Sekunde zu langsam. Wo lasse ich hier bitte eine halbe Sekunde liegen? Ja, da war ich sowieso schon nicht zufrieden. Die ganze Zeit nicht bei dieser Fahrt. Schon wieder. Meine Fresse, das mache ich falsch. Nee, ich muss die Kurve schon mit einer einigermaßen langsamen Geschwindigkeit anfahren. Dann muss ich
für die nächste Kurve ja noch schneller sein. Ich sehe jetzt gerade nicht ganz ein, wie ich die Kurve fahren muss. Auf jeden Fall nicht so. Keinesfalls so. Trotzdem bin ich so schnell, was soll der Scheiß?